Schrei um Hilfe. Erstmal holen wir uns das Bergungsgut. Hier gibt's doch noch einen. 6. September 1982. Jetzt bin ich allein. Die anderen sind alle tot. Und das ist auch gut so. Ich habe von den Klippen aus zugesehen, wie ihr provisorisches Boot von den Stürmen hin und her geschleudert wurde. Die Wolken sahen aus wie eine Hand über dem Wasser, die vehement an dem hilflosen Boot zerrte. Keiner überlebte den Zorn dieses Sturms. Ich habe es genau beobachtet. Der Sturm war örtlich begrenzt und kam unvermittelt. Und genauso plötzlich war er auch wieder weg. Und das Interessanteste daran, er wirkte nicht zufällig. Ich spürte Emotion, Absicht. Ich weiß nicht, was auf dieser Insel vor sich geht. Noch nicht. Aber wenn ich entkommen will, muss ich dieses Phänomen zuerst begreifen. Jetzt beginnt meine eigentliche Aufgabe. Aha. Was machen wir falsch? Dieser Matthias hat hier irgendwas. Scar. Das mit dem Turm muss jetzt aber klappen. Ganz vorsichtig, Lara. Ja, wir hätten hier. Was ist aus dem Bereich? Schnee. Das ist doch nicht normal. Es schneit tatsächlich. Lager. Brückenausblick. Ausrüstung. Unsere Pistole. Was gibt's noch an unserem Gewehr zu machen? Nichts, nichts gegen Material. Nun, dann nehmen wir doch bei der Pistole glatt das größere Magazin. Erweitertes Magazin. Kommen wir Besuch. Verdammt! Wie viele sind das? Wir brauchen Unterstützung! Thank you.
Ja, erfasst, wir nehmen hier besser unsere Pistole. Gefällt mir gar nicht. Aus dem Weg! Sie gehört mir! Ihre Waffe durchheblich. Durchsuchen Sie Bergungshutbehälter und tote Gegner, um sie zu finden. Munition. Entspinnt. Und auf mit dir. Sehr schön. Er braucht mich hier unbedingt vorhin. Jetzt hier weiter. Hier? Hier, aufstellen. Aber ich hab doch da gerade vorhin noch was gesehen. Hier. Jetzt noch weiter. Da haben wir einmal Feuer. Und da haben wir einmal Bergungsgut. Und zack. Zack. Voilà. So. Was haben wir denn da? Die Erkennungsmarke eines Soldaten. Ich erkenne das Kanji nicht. Wurde so etwas im Zweiten Weltkrieg benutzt? Eine Erkennungsmarke. Und überall wieder diese Symbole. Was bedeutet das? Hat das wirklich was mit Chimiko zu tun? Neues Lager entdeckt, Funkturm. Dort. Ausrüstung. An unserem Sturmgewehr vielleicht etwas? Brennt effektiv das Gas beim Feuern. Beseitigt! Oh, Entschuldigung. Und verringert so den Rückstoß. Polierte Auswürfe erhöht die Schussfrequenz. Finde ich jetzt nicht so wichtig. Bringt das Projektil präziser ins Ziel und erhöht damit den Schaden. Das ist gut. Rücklaufbremse. Sehr schön. Und ich würde sagen, wir wären am Tor. Ah.
Oh, das ist aber schon sehr schnell. Eine Leiter. Okay, los geht's. Okay, Lara. Gut festhalten. Es geht weit nach unten. Los, hoch mit dir. Was sollte denn das jetzt? Die blöden Krähen. Los, immer weiter. Da gibt es weit runter. Geschafft. Da wären wir. Alex? Lara? Ich bin jetzt soweit. Okay. Der Turm müsste das Signal des Senders verstärken. Okay. Gut, such den Notkanal und warte auf ein klares Funksignal, bevor du den Notruf absendest. Hey, wir drücken hier unten die Daumen so fest wir können. Danke. Ein Stück nach links oder rechts? Internationale Notsignalreaktionssystem erreicht. Mayday! Mayday! Hier spricht Lara Croft von der Endurance. Wir sind auf einer Insel im Drachendreieck gestrandet. Wir brauchen Hilfe und auch Medizin. Bitte antworten! Komm schon, komm schon! Mayday, Mayday! Hier spricht Lara Croft von der Endurance. Hier ist Flugzeug N177A. Wir suchen seit dem Notsignal Ihres Schiffes nach Ihnen. Hatten kaum noch Hoffnung. Wir auch nicht. Wir können Sie ungefähr orten. Kriegen wir ein visuelles Signal? Mir fällt schon was ein. Wir nehmen Kurs auf Sie. Out. Ja! Lara Croft, du bist meine Heldin! Hey, hat Ray jetzt gerade tatsächlich gelächelt? Gut. Ein Signal. Ja. Ein Feuer. Benzin, Flammen. Das kriege ich hin. Geschafft. So kommt man definitiv runter. Vielleicht schaffen wir es, diese Insel wegzukommen. Tanks. Treibstofftanks. Sehr schön. Was haben wir hier? Munition. Okay.
Vielleicht finden wir ja hier drin was. Oh, Entschuldigung. Boah. Was ist das? Sehr schön. Etwas zum Feuer machen. Feuerstahl. Neue Ausrüstung erhalten. So sollte es gehen. Sie geht direkt um die Fackel aus. Ja. Aber... muss doch irgendwo was geben. Ah! Hier ist was. Oh oh. Das war laut. Ah, wir haben ein Signal. Da ist es. Der Pilot. Ich muss zu ihm. Den Weg zurück zum Bergdorf. Was war denn das? Plötzlich ein Sturm. Das Flugzeug stürzte ab. Und irgendetwas sagt auf Japanisch. Niemand geht. Lara, lauf! Ist ja alles nicht mit den besten Konstruktionen. Oh. Los, komm schon. Ja, ranzünden. Pfeile. Ich Bergungsgut. Hier geht's hoch. Eine Triste. Und auf. Ah.
keine Bergungsgrenze. Schön. Aus dem Nichts, bei klarem Himmel, der ein Flugzeug abstürzen lässt. Das ist irrational. Du weißt, dass es irrational ist, Lara. Es muss eine Erklärung dafür geben. Ich kenne sie nur noch nicht. Ich muss einen Fehler gemacht haben. Etwas übersehen haben. Ich hätte den Himmel überprüfen müssen, einen anderen Landepunkt bestimmen. Ich war nicht vorsichtig genug. Und jetzt sind sie tot.